Verstehst du Einheimisch? Ein bisschen, ja. Ja, es ist schwierig, so das alles zu verstehen, weil ich komme aus Brasilien, wohne aber seit 20 Jahren in Deutschland. Dialekt ist überhaupt schwierig für mich zu verstehen. Wie ist bei dir Fach gewesen? Wie bitte? Wie ist bei dir Fach gewesen? Fach? Die Fahrt meinst du? Wie war dein letztes Jahr? Ah, das letzte Jahr. Etwas turbulent. Also beruflich war es sehr schön, sehr super, aber liebesbeziehungsmäßig war etwas turbulent. Wie ist bei dir Fach gewesen? Fachten ist besser gewesen wie vor Fachten. Und auf Osterrollerisch, wer ist letzte Jahr? Verstehst du Einheimisch? Nicht wirklich. Wie ist bei dir Fach gewesen? Wie bitte? Wie ist bei dir Fach gewesen? Dich habe ich nicht verstanden, sorry. Sprich mal Deutsch mit mir. Fach heißt letztes Jahr. Wie es gewesen ist, ist letzte Jahr. Wie war es letztes Jahr? Ne? Sehr gut. Sehr gut. Verstehst du Einheimisch? Schlecht. Wie ist bei dir Fach gewesen? Jetzt habe ich gar nicht mehr verstanden. Wie ist bei dir Fach gewesen? Fach heißt letztes Jahr. Sehr schön. Aber lange leider nicht hier. Wie ist bei dir Fach gewesen? Das letzte Jahr, das war bisher gut. Doch. Wie ist bei dir Fach gewesen? Fahrt war gut, ja. War super. Herrliches Skigebiet hier. Wie es gewesen ist, ist letzte Jahr. Wie war es letztes Jahr? Ne? Mein letztes Jahr. Anstrengend, viel Arbeit. Das erhole ich mich hier. Verstehst du Einheimisch? Einheimisch? Aber ich bin nicht Österreichisch oder Deutsch, ich bin Holländisch. Wie ist bei dir Fach gewesen? Was sagen Sie? Wie ist bei dir Fach gewesen? Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Wie ist bei dir Fach gewesen? Der Fahrt gut gewesen, meinen Sie? Fach heißt letztes Jahr. Mein letztes Jahr war sehr gut. War sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt. So, wir schließen es auch sehr gut ab hier in Sölden. Ne? Sölden TV. Hier bist du der Star.